Ah, da seid ihr ja wieder. Willkommen zurück zu Sims 7 Run. Ich bin einfach schon mal auf die Brücke raufgelaufen. Um einfach so, keine Ahnung, ein bisschen Fußweg zu fahren, aber wer weiß, wenn ich jetzt runterfalle, dann, keine Ahnung. Kann ich die Folge noch aufnehmen? Nö. Hm. Ich hab ein bisschen Angst, aber eigentlich gibt's hier ja nichts mehr, ne? Ja, gut. Da oben war ja nichts mehr und falls mir am Ende nochmal irgendwas fehlen sollte, dann haben wir Pech. So, ich nehme dich hier. Ah, ich sitze hier hinten drauf. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen gefragt, wie das aussieht, aber wir sitzen hinten drauf. Gut. Gehen wir hier ins Hilbe, die Viertel. Da kann man auch nochmal klingeln. Verflucht! Was habe ich gegessen? Er ist ziemlich gruselig, ne? Ich finde, wir haben auch schon am gruseligsten, muss ich zugeben. Gut, ich habe da gerade eine Wespe gesehen. Eine Lespe. Wobei es auch in diesem Level neue Areale gibt zu erkunden. Das ist immerhin eine schöne Abwechslung. Wie also der Friedhof, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber halt auch eine ja, coole Abkürzung letzten Endes. Aber es gibt halt auch nochmal ein neues Areal. Was man auch noch nie gesehen hat, was einfach hier in den Level auch ein bisschen neu ist. Also, es ist jetzt komplett einfach nur Level 1 und 4 runter. Oder Level 4 runter. Hallo. So. So, Wespe Nummer 1. Dö. Dö. Okay. Gibt's aber keine Karte diesmal, das ist schade. Na gut. Ja, und natürlich auch noch die Grundschule und den Quickie-Markt da unten, der auf der anderen Seite gekommen wäre. Aber auch da werden wir heute noch hinkommen, ja. Denk mal, ja. Oh, ich wäre gerne da weg und Hilde auf den Besen gestiegen. Na ja, gut, dann nehmen wir hier diesen Leichenwagen. Ich bin ein super durchtrainierter Tempo-Lümmel. Donald Love würde sich freuen. Da ist eine Karte. Oh yeah. Zu Fuß gehen? So war das aber nicht ausgemacht. Ich hör schon meine Wespe, glaube ich. Die Kamera hat schon mehr keinen Bock, dann kann er die Taste hier drücken. Nö. Keine Wespe, dann habe ich es nicht wohl verhört. Wie hier jetzt drauf zu gehen, ist auch eine coole Neuerung. Auch Kamera. Sie so nah sein. Ja, stimmt. Ich glaube, ich schon mal. Ja. Bitte. Dankeschön, Homer. Okay, jetzt einfach nur noch ins Loch treffen. Kann ich übers Internet verkaufen? Was tut er? Kamera. Ich hätte echt keinen Bock runterzukommen, ne? Mein. Hä? Oh, wie viel hat sie denn jetzt abgezogen? Ja, der hat mich halt mehrmals getroffen, ne? Kann ich das mit dem Auto machen? Ich hab keinen Bock mehr, mindestens zweimal raufzufahren. Zurück. Das war eine nervige Wespe. Aber gut, wir haben es hinbekommen. Weiter geht's. Machen wir weiter zum Atomkraftwerk. Hack.
Hier kann man auch langfahren jetzt. Das ist aber auch neu, oder? Ist der Weg neu? Ich brauche noch mehr. Hm, hier ist das Glücksrennen. Wo bleibt denn bloß der Hund? Hätte ich doch bloß einen Hund mit einem Sattel. Ha, lustig. Also Gummidraht. Auf jeden Fall, die Neuerung ist. Hier ist zu. Tja, schade, ne? Ja, der Bekannte ist irgendwie da auch durchgeführt. Es gibt auch wirklich Auto vor uns zu gehen, hat der Leo nochmal in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, die ballern jetzt auch generell mehr, ne? Jetzt hier so spät. Dass man halt auch entsprechend mehr verlieren kann, aber naja, gut. Hey, das wurde aber auch Zeit. Ist hier noch irgendwelche Wespe hier so? Und auf jeden Fall Militärcamps aufgestellt, ne? Ich denke mal, das Rennen ist wahrscheinlich auch hin und zurück, nur einmal zur Schule und dann wieder zurück. Also ja, die Schule, die Map ist bei der Schule vorbei, Spoiler an der Stelle. Und wahrscheinlich ist dieses Rennen dann, aber ja, wollen wir ja trotzdem ausprobieren, aber ich denke mal, das werde ich noch nicht jetzt machen. Sondern wenn ich hier wieder bin. Zack, zack, zack. Ich will nur alles mitnehmen. Ja, wert. Na, wo können wir uns dann? Wir müssen sogar noch irgendwo noch zwei Autos kaufen. Und ja, das ging locker. Ich hätte gar nicht so viel fahren müssen tatsächlich, aber es ging ja eigentlich auch recht flott. Also auf jeden Fall nicht so schlimm, wenn ich ein bisschen was verliere. Glaube ich. Je nachdem, außer die Fahrzeuge sind komplett teuer. Wir hatten schon Autos für 600, ne? Also vielleicht kosten jetzt 700, 800. Dann brauchen wir ja unter 1500, ne? Und dann sind wir noch weit davon entfernt, genug zu haben. Gehen wir dann weiter rauf. Wir gehen ja später noch storytechnisch rauf, aber. Ja, ne, warum? Warum denn warten, ne? Versuchen wir es einfach nochmal. Homer! Also wirklich, dass die Kamera. Irgendwas mit der Kamera nicht stimmt. Sollte ich so rumsparken? Ich weiß es nicht. Ich hätte es auch nur Randomizer, ich weiß es nicht. Aus Versehen. So. Neuer Versuch, neues Glück. Ansonsten, ja, wir haben 12 Stunden streamen. Morgen? Morgen ist das 12-Stunden-Stream, wenn ich mich nicht täusche, wenn heute Freitag, die Folge heute am Freitag kommt. Ich glaube, die kommt dann am Freitag, ne? Ja. Das heißt, morgen 12-Stunden-Stream, das heißt aber morgen auch keine Simpsons-Folge. Ich dachte, ich könnte da langlaufen. Ich will unbedingt jetzt schon hoch, weil Sachen sammeln, ne? Ich weiß nicht, ich muss die Story da schon später nochmal rauf. Aber ist mir egal. So, ist ja auch gar nicht schwierig, dann einfach den Doppelsprung ordentlich machen. Hab ich gesagt. Und dann klappt das auch. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr auf das Spiel. So, bitte einfach. Drück doch zweimal die Taste. Vor allem, ich kann auch recht lange die zweite Taste drücken, aber irgendwie, keine Ahnung, komme ich da anscheinend gegen eine Kollision und die Kollision drückt mich dann runter. Weil ich dann auch irgendwie im Boden berühre und dann so, hä, du hast den Sprung verkackt, Loser. Naja, alle guten Dinge sind da bekanntermaßen 629. Von daher. Ich verarschen. Tja, ne?
Wie lange meint ihr, brauche ich noch? Also, wie lange ist das fest? Auch spannend, aber das wie oft? Wie oft muss ich das hier noch machen? Abgesehen von dem, von den Story-Bedenken, da muss ich dann auch 100 Versuche brauche. Ja, einfach, ja. Da bekommt dann, springt dann immer gegen eine Kollision, die halt irgendwie da ist oder so. Hier ist eine Karte. Und eine Wespe. Wo soll ich denn die alle hinpacken? Kalender mit 13. Monat. Gut. Ist hier noch irgendwas? Ja. Ich will doch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Irgendwie so ein Schalter hier. Ist es mit der Burns Büro, ne? Ist das zweimal? Okay. Wenn man weiß, dass da was ist, da kann man sich auch noch retten, ne? Na gut, hier. Ne, komm. Ne, komm, hat keinen Bock. Ja gut, hier ist nichts weiter, hoffe ich. Wenn wir runterkommen, wir machen auch direkt mal. Ich bin immer ein bisschen klug und mache einfach mal direkt einen Teleporter und spüre gleich so noch mal ein bisschen. Mein Metallschädel! Ein bisschen vor. Gut, wo haben wir stehen geblieben? Ah, der Leichenmarkt steht hier noch. Gut, fahren wir uns jetzt mal die andere Richtung an. USA! USA! Hier ist eine Karte. Nochmal eine Bank. Die Schaukel! Wird aufgeladen, fuck. Okay. Hilfe. Kann ich hier hochlaufen? Hilfe ist gerade sehr gruselig tatsächlich. Und so. Vielleicht ist sein Hut auch doof. Keine Ahnung. Wir verarschen. Dankeschön. Ui, schön. Meine alte Sammelleidenschaft. Ja, deine alte Sammelleidenschaft. Hey, das sind ja meine Nachos. Warum auch immer die hier in diesem Wagen sind, aber gut. Nenn mich einfach Air Homer. Der irre Homer. Ich bin der irre Homer. Das ist auch eine Nebenmission, sehe ich gerade. Gut, hier wird nichts sein. Okay, die Rennen werden auch von Zombies angeboten. Das ist wild. Da ist eine Abkürzung. Also ein Rückweg. So. Wir sind noch nie hochgegangen, glaube ich. Ist hier oben was. Ich will mich umziehen übrigens. Gleich. Oh, das. Fuck, wir haben im letzten Level das Auto nicht gefunden, ne? Ah, schade. Sitzen ist am schönsten. Also ich hoffe, ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Wenn nicht, tut das gerne nachträglich. Auch runter gerne unter entsprechender Folge. Ich werde dir bald. Das ist ein scheiß Auto. Aber gut, ich habe nichts erwartet.
Ist hier noch was? Niemand darf mich überfahren. Komm, steig aus. Wie auch immer du da reingekommen bist, aber ich hinterfrag das mal nicht. Du hast einen deformierten Kopf. Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Okay. Schau wieder zurück. Gut. Mit Viereck mache ich die Flampertage nicht mit Kreis, ganz richtig. Wird auch wieder weiter hoffen, natürlich auch alle Mästen und alle Gags zu bekommen. Das ist eine Angst, die immer wieder auftaucht. So, mal schauen, wie es läuft. Mal, oh hi. Die Karten kriegen wir hin, auf jeden Fall. Die Gags eigentlich jetzt auch. Weil die sind ja eigentlich immer so in den gleichen Orten. Nur die Wespen, die könnten halt vielleicht immer spannend sein, weil die dann manchmal auch einfach, keine Ahnung. Ich sehe auch einfach nicht, wie ich das mitbekomme, ne? Wir werden es runterspringen. So, hoch hier. Da ist doch endlich mal eine Karte an der Stelle. Die habe ich ja auch immer lange Zeit erwartet, aber irgendwie nie bekommen. Oh ja. Lalalala, lala. Ja, nutzen halt. Hab ich das in der letzten und diesen Folge gesagt, ja. Und die nächsten Tage, wir haben die. Ja. Ich kenne jetzt Geräte über die Masterarbeit und da habe ich jetzt na, nur noch ein paar mehr. Ich habe jetzt ich weiß, was ich tun muss, lange mal so. Und daran kann ich ein bisschen entlang arbeiten. So, gehen wir in den Quickie-Markt rein. Okay, was gibt's hier? Was dein Lieblingsspieler ist, immer das gleiche? Ja. Ich glaube, das zählt auch als Gag, ich weiß es nicht. Ich suche nur etwas in dem Frühstücksburrito. Vielleicht entspricht dieses Curry Bombe Chicken deinen Vorstellungen. Hab ich's? Ding aktiviert. Ich brauche etwas Geschmackvolles zu essen. Ja, okay. Jetzt auf jeden Fall. Zu hart. Vielleicht befriedigen ein paar überraschend teure Penny-Süßigkeiten deine Bedürfnisse. Komm, lass auf Mutzig gehen, das spüle ich gerade ein bisschen mehr. So, tschüss. War nett hier. Die Leute auch direkt die Situation genutzt haben, um sich ein Halloween-Kostüm anzuziehen. Ich bin begeistert. So, ist es auch. Das ist Skill. Krass. Mein Schritt ist ganz wund. Das ist Skill diesmal. Hallöchen, Gil. Was hast du denn so im Angebot? Hi, mach auf. Wirst du Gil aushelfen? Okay, 1000 kostet das allerletzte. Da kaufen wir erstmal das hier. Und dann haben wir einen Richtwert von 1000, den wir erreichen müssen. Okay. Ist mehr als ich gedacht hätte, was maximal möglich wäre und ja, ne, mal gucken. Wir waren mal über 100, also mal vorhin 100. So, wir werden kurz ein bisschen umschauen. Das war hier diese Abkürzung. Ah, okay. Ist ein Weg, den man sich gerne mal merken kann, auf jeden Fall. Ah, auf den Quickie Markt drauf. Gott sei Dank wird es nochmal umgedreht. Ihr hattet schon richtig Panik, ne? Schreibt, sie kommt. Ba, 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 ba. Oh, das Ding geht ja hoch. Juhu. So waren wir hier schon. Oh, hi. Ich hab, ne. Natürlich waren wir hier nicht, aber dafür ist jetzt. Die war eine Wespe. Das ist wichtig. Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Ja, gut. Du, 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 du. Jetzt aber los! Ich bin ein super durchtrainierter. Ja, ich glaub, Geld. Mal gucken. 1000 brauchen wir.
Die Kurve ist niedergebrannt, sehr schön. Oder so. First Church of Springfield. The Love of Shame and the Shame of Love. Alles klar. Wo ist ein Wandmarker aus gerade? Ein bisschen voll. Passt ja erstmal. Alter, wenn wir hinten rankommen, dann greifen wir jetzt auch diese Mobile hier an, die wir haben. Diese Mobile greifen wir tatsächlich, glaube ich, auch an. So, gehen wir mal rein. Kann sich der Hit and Run Marker ein bisschen beruhigen. Okay. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Oh, die Vibrationen kribbeln in den Füßen. Ja, wie wir jetzt sehen können, hier ist Schluss. Hier ist einfach dicht, hier kommen wir nicht weiter. Schade, ne? Oh, eine Wespe. Ah, eine Wespe darf ich platzieren, ist ganz sinnvoll. Wir haben auf jeden Fall nicht genug Geld. Schade, okay. So, von so, das Geld ist super, so, ja, wir haben nicht genug Geld. Ja, der Sheet muss dann auf jeden Fall nochmal her. Wenn ich da irgendwie nicht so Bock drauf habe, muss es so geben. Gut. Eine Wespe ist auf jeden Fall da noch in diesem grünen Strahl drin und dann mal gucken. Ja. Warum verliere ich das Geld dafür? Ich gehe vor Gericht. Na, ich kann das Geld wieder einsammeln. So. Laufen wir einfach mal so ein bisschen zu Fuß rum. Oh, eine Klingel. Seitenstechen, das tut weh. Das ist nicht richtig. Das ist überhaupt nicht richtig. Die letzte Karte des Spiels. Ohne Wespe. Menschenkochbuch. Neue Bonusspielstrecke freigeschaltet. Itchy und Scratchy Film freigeschaltet. Ja. Vielleicht holen wir uns in diese Folge schon. Würde vielleicht zeitlich ganz gut passen. Da muss ich keine Rennen machen und die kann ich dann nächste Folge machen. Mich dann halt auch, ja. Wow! Juhu! Juhu! Ich flieg wie ein Bonbonpapier im Aufwind. Hi. Und wenn wir ganz probieren, wenn nicht alle Wespen haben, dann können wir mal schön Geld sammeln. 400 haben wir schon mal voll. Fast voll. Es zählt für mich als voll. Und hier ist jetzt bitte. Ich hätte trotzdem gerne die letzte Wespe, einfach nur damit ich weiß, dass alles habe. Aber Gags sind halt nochmal so eine Sache. Hier gibt es nochmal ein bisschen was. Sehr schön. Okay, Level Wespen vollständig. Sehr schön. Ich werde schon nochmal irgendwo diesen Trick anwenden, aber nö. Heute nicht. Ich mache jetzt die 500 voll und dann haben wir halt Pech gehabt. Weil ich halt immer noch nicht alle Gags gefunden habe. Das ist ein bisschen unruhig. Hier ist ja der Fernseher, ne? Sagt denn der Level Fortschritt? Ja, nur noch ein Gag. Und halt alles mögliche an Missionen und halt ein bisschen Geld. Oh, die Leben, ich würde das jetzt sagen. Wir gehen mal kurz zurück in Level 3.
Und dann können wir einfach mal, ja, unsere Sammelkarten eintauschen. Wir gucken uns hier in einem Bonuspart an, aber ja, alles was in-game stattfindet, das, also im Hauptspiel, das gehört halt auch zum Hauptspiel. So. Ein kompletter Satz? Ich glaube, ich habe gerade meine Hose formatiert. Na, hier kommt der Spruch. Gut. Ach, wie unschuldig die Welt hier noch war, ne? Ach, hey Nelson. Auch Polen hat den nicht so unangenehm hier. Ich würde den Wert dieser Aktivitäten keinesfalls in Frage stellen. Ja, ja, Lisa. Aua! Gut. War doch nett. Speichern wir einfach mal kurz ab. Dann würde ich nochmal kurz ins Hauptmenü gehen. Kurz mal nochmal unseren Lieblingssheet angeben, mit dem nochmal so ein bisschen durch das Level fahren. Wenn wir das jetzt auch schon mal erledigt hätten. So. Wie war es nochmal? Wir müssen. One-Hit-Wax ist wahrscheinlich. In den Optionen Screen geht L und R gedrückt halten, dann Dreieck, Dreieck, Viereck, Viereck. Genau. Und sollten wir halt ja, hier sein, wir natürlich nochmal das Level auch direkt wechseln. Hohoho. Dann auch mal direkt gucken, ob der letzte Sheet vielleicht, rote Fernseher ist. Ja, okay. Hätten wir das auch erledigt. Durch das Enabled, Disabled. Hey, das wurde aber auch Zeit. Nichts hält ewig. Ich bin nicht versichert. So. Das Gute ist, dass die Sheets auch wieder zurückgesetzt werden, wenn der Level verlassen, aber von daher, ja, ganz entspannt. Würde auch gerne während dieses Hit and Run, da ist noch da, ist halt auch schon Schaden machen, weil wenn dieses Bild ist, egal. Ich bin der böse, das wissen wir ja schon, dann können wir vielleicht ein bisschen Geld sammeln. Alle weltlichen Güter sind vergänglich. Oh, der Bumblebee-Man, da war er ja doch. Da war er ja doch. Mensch. Dann müssen wir auf unser Auto aufpassen, weil es geht halt auch irgendwann kaputt. Oh, jetzt habe ich einen Plattfuß. Juhu! Ich bin ein super durchtrainierter Tempo-Level. Ja, aber das ist schon ein bisschen robuster als damals mit Apu. Moment, das war schon vorher so. Nimm das! Ja, wir werden in der nächsten Folge mal gucken, ob nächste Session schon die letzte Session sein wird. Wir müssen dann noch die ganzen Rennen machen und so weiter und so fort.
noch mehr? So, warte. Bevor ich das Münzen verliere, weil ich das Auto da schrotte. Aber jetzt Auto schrotten wird auch noch storytechnisch relevant. Freut euch drauf oder so. Das hält wirklich mehr aus als Apus Wagen damals, ne? Weil der ist irgendwie nach drei... Oder? Wobei nicht nach dreimal. Dreimal hatten wir nur einen. Aber der war auch schon recht flott kaputt. So, weg bis weg. Ja. Ich denke mal, die andere Methode ist wahrscheinlich sogar noch schneller, Geld zu machen, aber ja, ne. Bieten ist beides für mich. Ich hab die Kontrolle verloren. Lern erst mal fahren, Volltrottel! Wo soll ich denn die alle hinpacken? Die Vibrationen kribbeln in den Füßen. So, wir haben gleich das Geld zusammen. Au, mein Hals! Mein Arsch! Krieg immer 10 pro Auto, ne? Ja, genau. Mach schon! So, wo war der Händler, der Menschenhändler von Damaskus? Vorsicht! Jetzt hätte ich fast meinen Brink verschüttet. Mein Auto ist kaputt. Nee, doch nicht. Ach, keine Ahnung. Hallo, Gil, ich hab Geld beschafft oder so. Darf nie wieder reden. Das Schwebemotorrad. Alten Gil vor der Tür. Wild. Und wisst ihr was? Weil das ja gerade so eine Folge von Bonus-Natur. Machen wir jetzt noch das Rennen? Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil das Schieß aktiv ist. Aber dann ist das jetzt ziemlich doof. Nee, dann machen wir das nicht. Also in der nächsten Folge kümmern wir uns dann halt, wer weiß, eine Nebenmission, Rennen, vielleicht schon ein, zwei Hauptmissionen. Je nachdem, wie ich Lust habe. Ich kann gut drauf, dass wir eine Hauptmission anfangen und das ist einfach so ein bisschen durchrotieren lasse. Wie wir der Levelfortschritt sagt uns, dass wir alle Sammelkarten haben, alle Kleidungen, drei Fahrzeuge, alle Wespen, alle Gags. Also nur noch Rennen, Bonusmissionen und Storymissionen fehlen. Ist das nicht schön so? Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!